Hallo liebe Kicket-Freunde, Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial KiCad 5.1.x. Ja, hallo, heute möchte ich die HF-Plugin-Serie beenden. Das sind ja nur noch drei, die ich euch zeigen möchte. Dazu habe ich hier mal schnell ein Projekt erstellt. Ich habe es einfach DD genannt, kein spezifischer Name. Und wir wechseln gleich mal hier in den Schaltplan-Editor und beginnen mit dem Zeichnen. Taste A für die Bauteilbibliotheken. Wir geben hier CoA ein für Koaxial-Connector oder Connector-Koaxial. Da sind wir hier gleich auf dem ersten Auswahlfenster. Wir platzieren unseren Symbol hier in den Schaltplan. Mit der Taste C kann ich kopieren. Wir sehen jetzt, die Pin 1 stehen hier nicht richtig. Ich könnte jetzt mit Taste R so lange rotieren lassen, bis sie hier passend gegenüberstehen, die beiden Pins. Das ist natürlich jetzt so nicht richtig. Dann habe ich ja einen Fehler beim Pin 2. Deshalb hier die Ausgangssituation. Über die Taste Y kann ich in der Vertikalachse spiegeln lassen. Mit der Taste X kann ich das in der Horizontalen tun. Ich lege hier mit Linksklick das Bauteil ab. Als nächstes brauchen wir einen Ground, erreichen wir über die Taste P, GND für Ground, damit haben wir den gleich hier. Ich lege den ab, Taste C, kopieren. Wir sehen hier, das eingestellte Fadenkreuz hilft uns hier gleich beim sauberen Positionieren in der vertikalen und in der horizontalen für dieses Ground-Symbol. Und wir wechseln mit W in den Zeichenmodus für unsere Wire und verbinden hier die Pins. Damit ist unsere Schaltung schon fertig. Wir klicken die Taste Annotieren. Wir annotieren. Dann haben wir hier den EAC-Check und wir sehen eine Fehlermeldung. Pin ist hier nicht verbunden. Das ist auch richtig so. KiCad sagt uns damit, hier fehlt noch eine Spannungsquelle. Wir haben aber auf dieser Platine natürlich keine Spannungsquelle, also müssen wir jetzt KiCad wiederum mitteilen, dass das hier so in Ordnung ist. Die Schaltung ist ja syntaktisch richtig, ist ja kein Fehler. Also muss ich jetzt KiCad mitteilen, das passt so, wie es hier gezeichnet ist. Auch hier wieder Taste P und da nehmen wir hier das PowerFlag. Doppelklick auf unseren PowerFlag, hier kurz abgelegt mit der Taste W in den Zeichenmodus. Und hier eine Verbindung hingelegt. Damit weiß jetzt KiCad, das passt hier so. Das ist jetzt eine Spannungsquelle sozusagen virtuell vorhanden. Wir lassen nochmal den ERC-Check laufen. Keine Fehler, passt. Wir speichern unser Projekt. Jetzt weisen wir die Footprints zu. Wir haben hier also diese beiden Koaxialverbinder. Und dann haben wir hier links die Bibliothek Connector Koaxial. Da finden wir hier so den ein oder anderen Koaxialverbinder. Jetzt wissen wir ja nicht, welchen wir hier haben wollen oder welcher uns zusagt, wenn er jetzt nicht gerade aufgeführt ist. Ich kann mir die Footprints dazu anzeigen lassen. Habe ich hier oben ausgewählte Footprints anzeigen. Was ich jetzt mache, geht leider nur unter Linux. Windows kann das nicht. Ich kann hier unterm Linux Rechtsklick auf den Fensterrand machen und kann sagen, dieses Fenster im Vordergrund halten. Damit kann ich jetzt hier hinten klicken, es bleibt dieses Fenster im Vordergrund. Bei Windows geht das nicht. Ich nehme das hier nochmal raus. Wir sehen, wenn ich jetzt dann hier draufklicke, muss ich also ständig hin und her wechseln, wenn ich mir hier verschiedene Footprints anzeigen lassen möchte. Die Alternative ist, ich habe einen zweiten Bildschirm, könnte ich das Fenster dann natürlich auf den zweiten Bildschirm ziehen, dann bleibt es auch da. So, ich stelle das mal hier so ein. Dann haben wir hier verschiedene SMA-Anschlüsse und ich möchte hier genau diesen haben, nämlich die 13-2203-12 horizontal. Die kann ich jetzt hier mit einem, oder diesen Footprint kann ich jetzt mit einem Doppelklick zuweisen. Habe ich jetzt hier gemacht, dadurch, dass das Fenster im Vordergrund ist, sehen wir das nicht. Aber jetzt mache ich es mal weg. Hier haben wir es also angezeigt. Wir haben diesen Verbinder für den ersten Koaxialanschluss. Und das Ganze nochmal für den zweiten. Damit ist jetzt hier unsere Bauteile-Geschichte schon zugewiesen. Wir speichern das Ganze, sagen OK und wir erstellen eine Netzliste. Ich habe das hier schon mal vorhergehend gemacht. Bei euch wäre jetzt hier nichts drin. Einfach
diesen in dem Projektordner dann speichern und damit ist unsere Netzliste erstellt. Wir wechseln oder öffnen jetzt den Layout Editor und ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich hier eine Platine erstellt, die also so einen 90-Grad-Bogen beschreibt. Wie man das macht, habe ich in anderen Videos schon gezeigt. Das habe ich mit FreeCAD erstellt. Und das ist also jetzt hier unser EdgeCut, der hier diese 90-Grad-Bogen beschreibt. So, was wir jetzt hier sehen, ich habe hier schon, auch das habe ich schon mal vorbereitet, die beiden Ground-Flächen. Unser Ground muss ja irgendwo auf die Fläche oder ist ja in unserem Schaltplan auf die Fläche gelegt. Und jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich habe das hier mal für die ich habe das jetzt mal hier für die Unterseite gemacht, also für die Kupferplattenunterseite. Das ist jetzt hier der gefüllte Flächenumriss. Und man kann jetzt im KiCad hergehen und macht hier so einen einfachen viereckigen Flächenumriss. KiCad ist so schlau und füllt, das sehen wir dann gleich, trotzdem natürlich nur den Umriss vom EdgeCut aus. Also diese Flächen hier bleiben frei. Das ist die einfachere Variante. Einfach hier das Viereck drüber ziehen und wir haben dann trotzdem diese EdgeCut ausgefüllte Fläche. Die Alternative dazu, wer es ein bisschen schöner und auch vielleicht übersichtlicher haben möchte, das ist jetzt hier die Kupferplatinenoberseite. Habe ich also hier das Werkzeug ausgewählt für diesen Umriss und habe dann hier immer so Stück für Stück weiter an mich am EdgeCut entlang gehangelt, immer auf diesen Polygon hier weiter geklickt, bis ich ganz einmal rundherum war und auch dann wird die Fläche komplett ausgefüllt. Ich mache es jetzt nicht nochmal, ist ja schon angelegt. So, ist die etwas aufwendigere Variante, sieht aber vielleicht dann am Ende hier im Schaltplan schöner aus, kann dann jeder für sich selber entscheiden. So, wir importieren die Netzliste, wir fügen das hier alles mal ein, das sind ja eh nur zwei Bauelemente, die können wir jetzt hier mal ablegen. Übrigens auch an dieser Stelle nochmal ein Hinweis, ich nehme nochmal hier diese beiden Bauelemente raus. Wenn wir diesen Zustand hier haben, so, und ich möchte jetzt hier umschalten, wir sehen, der Flächenumriss wird noch nicht ausgefüllt. Ich kann jetzt hier auch die Taste B drücken. Das bleibt hier alles so schwarz. Das liegt daran, dass hier noch keine Bauelemente eingefügt sind. Wenn ich die jetzt hier reinhole, also ich wiederhole das nochmal, haben wir die Bauelemente und ich platziere die auch gleich mal hier über die, also mit der linken Maustaste anwählen, Taste M in den Move-Modus, mit R rotieren und wir legen hier mal die erste hier unten ab und die zweite hier oben. So, dann haben wir jetzt hier zwei Bauteile implementiert. Und wenn ich jetzt die Taste B drücke, voilà, sehen wir, wird auch hier dann die Massefläche gezeichnet. Das vielleicht nochmal als Hinweis. Wir sehen also Oberseite mit dem Polygon, was hier so sich am EdgeCut entlang hangelt, ausgefüllt. Und wenn ich hier auf die Unterseite schaue oder schalte, hier mit diesem einfachen viereckigen Umriss, haben wir ebenfalls die Platine komplett sauber ausgefüllt. So, wir wechseln wieder in die Oberseite und mit der Taste X könnte ich jetzt in den Leiterbahn-Zeichenmodus umschalten, aber wir müssen natürlich wissen, was wir überhaupt jetzt für eine Leiterbahnbreite machen wollen oder haben müssen, denn wir wollen ja hier HF drüber schicken und das sollte dann auch sauber 50 Ohm haben. Ich speichere jetzt hier erstmal ab und wir müssen jetzt unsere Netzklassen einstellen und die müssen wir erstmal errechnen. Dazu gehen wir hier mal in unseren Rechner und wir haben hier oben dieses Berechnungstool für Translines. Da sehen wir hier die Platine. Wir sehen hier oben unten Kupfer, hier die Leiterbahn in der Mitte und die Abstände, die dann eingehalten werden sollen, kann man frei einstellen. Und dann fangen wir mal hier oben an. Auch das hatte ich alles schon mal gezeigt.
Wir wollen jetzt also hier FR4-Material nutzen. Wir nutzen hier FR4 bis maximal 1 GHz. Und wir wollen hier Kupfer nutzen und keine Goldkontakte. Das haben wir dann hier dran. So, die Höhe sind jetzt natürlich hier nicht 0,2 mm, sondern 1,6 mm. Das ist ja die Höhe einer Platine. Und die Kupferstärke, das ist jetzt hier schon 0,035. Das ist die eigentlich handelsübliche Beschichtung. Dann haben wir hier unten unsere Frequenz. Ich nehme jetzt hier mal eine Frequenz für 2 Meter. Und da haben wir also das schon eingestellt. Und wir haben jetzt hier drüben die entweder die physikalischen Parameter, die ich nach unten berechnen kann, oder ich kann hier unten meine elektrischen Parameter einstellen und gehe nach oben. So, ich möchte natürlich jetzt hier eine Impedanz von 50 Ohm haben und die möchte ich jetzt hier oben als W ausrechnen lassen. Und ich gebe hier nochmal vor ein Abstandsmaß S von 0,5. Das möchte ich hier jetzt noch an dieser Stelle eintragen. Und jetzt lassen wir das mal nach oben berechnen. Und dann sehen wir, dass wir hier also eine Leiterbahnbreite von ca. 1,95 mm benötigen, damit wir hier so einigermaßen bei 50 Ohm rauskommen. Und das stellen wir jetzt dann ein. Wir schließen dazu den Rechner, wechseln jetzt in den Layout-Editor und erstellen uns jetzt eine Netzklasse, hier eine Netzklasse HF, indem wir hier eine neue Netzklasse anlegen, HF, geben jetzt hier die Parameter ein, 0,5 mm Abstand hatten wir vergeben und hatten 1,95 mm Leiterbahnbreite berechnet. Die Duco-Durchmesser und Bohrungen können wir ignorieren, auch die Mikrodukos und die differenziellen Leitungen haben wir ja jetzt in dieser Schaltung nicht, also brauchen wir hier da auch keine Rücksicht drauf nehmen, es genügen diese beiden Werte zu ändern. So, und wir müssen natürlich noch unser Netz anpassen, nämlich hier auf HF, das müssen wir noch zuweisen, das war ja auf Default eingestellt und jetzt haben wir HF, also werden jetzt diese Leiterbahnbreiten gezeichnet. So, wir legen das Ganze an. Mit der Taste X, wenn wir jetzt hier auf diesen Pin gehen, Taste X drücken, kommen wir in den Zeichenmodus. Wir klicken hier an und oha, wir kommen nicht durch. Unsere Leiterbahn ist zu breit. Was können wir jetzt machen? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, wir verkleinern die Leiterbahnbreite. Ich habe das hier schon mal vorher probiert, mit 1,8 mm käme man durch. Dann können wir noch mal kurz in den Rechner gehen. Und wir könnten jetzt hier auf 1,8 mm noch mal berechnen lassen. Gehen wir hier noch mal nach unten, da sehen wir, wir haben jetzt hier 52 Ohm. Das ist also schon nicht mehr ganz sauber abgeschlossen. Das dürfte schon so ein, naja, SWR von 1 zu 1,2 sein. 1,1, 1,2. Also kann man sich entweder hier jetzt überlegen oder, ich mache das hier mal zu, wir zeichnen weiter mit 1,95 und müssen jetzt hier nur ein kurzes Stück mit 1,8 anlegen. Wie machen wir das? Ich gehe dazu wieder hier auf diesen Button, gehen jetzt hier auf Leiterbahnen und Dukos. Ich kann jetzt hier einige Breiten mal vorgeben, ich sage mal hier Plus. Wir machen hier 1,8 mm, sagen jetzt hier mal OK. Jetzt kann ich mit der Taste X in den Zeichenmodus gehen. Ich komme hier immer noch nicht durch. Mit Escape beende ich nochmal. Wir sehen jetzt hier Track bei Tracks zwei Maßangaben. Einmal die 1,95 vom Netz an sich und die händisch eingelegte 1,8, die ich hier manuell angelegt habe. Die wählen wir jetzt mal aus und ziehen einfach mal ein Stück Leiterbahn hier gerade raus. Das sollte dann auch gerade sein. Legen das jetzt einfach mal ab. Mit der Taste B kann ich das hier
beenden. Mit Escape beende ich das Werkzeug. Ich schalte mal hier die Kupferfläche aus, dann sieht man das besser. Das machen wir auf dieser Seite. Wir sind bei 1,8 mm Durchmesser und wir tun das auch auf dieser Seite. Auch hier wieder einmal mit Linksklick ablegen, mit Escape das Werkzeug beenden. Schalten jetzt um auf die 1,9 mm und zeichnen von hier aus mit 1,9 mm hier auf diesen Punkt weiter. So, damit müssen wir jetzt leben. Das sind die Maße, die unser Bauteil hier vorgibt. Da kommen wir nicht drum rum, aber wir haben jetzt, sage ich mal, über 90% der gesamten Strecke die richtige Leiterbahnbreite. Mit der Taste D, wenn ich hier mit dem Cursor auf die Leiterbahn drauf gehe, mit der Taste D kann ich die jetzt hier markieren und noch ein bisschen verschieben. Ich positioniere die mal hier noch ein bisschen schöner mittig. Und dann haben wir hier so auch zu beiden Seiten einigermaßen den gleichen Abstand. Wir speichern jetzt erstmal. Ich blende jetzt hier nochmal die Kupferfläche ein. Mit der Taste B kann ich die neu berechnen lassen. Und damit hätten wir jetzt einmal unsere Platine soweit vorbereitet. Und ich bin gleich zurück im Teil 2. Das erste Plugin, was ich jetzt zeigen möchte hier im Teil 2, ist das Leiterbahn-Messinstrument. Das ist dieses hier. Und das ist also die Schiebelehre. Ich wähle das jetzt mal an. Ja, er mault hier dann gleich rum. Man muss also zuerst ein Segment anwählen. Nehmen wir mal dieses. Und wir möchten jetzt die Länge messen. Und sobald ich hier dran auf den Button klicke, wird die Messung ausgeführt. Und wir sehen also, dass hier der Winkel 45 Grad ist. Exakt. Ist auch hier mit dem Haken hinten versehen. Und dass wir hier eine Länge von 23,476 mm haben. Für was ist sowas gut? Jetzt hier für diese Frequenz von 145 MHz ist das nicht ganz so kritisch auf diese paar Millimeterchen. Wer sich aber mal im Gigahertz-Bereich bewegt, der wird das schätzen lernen, dieses Tool, weil dann doch schon die Leiterbahnen auch hinter dem Komma in der Länge Auswirkungen haben auf die Frequenzstabilität der Schaltung. Und damit kann ich also hier exakt messen. Wenn ich jetzt die gesamte Leiterbahnlänge haben möchte, wähle ich das hier mal an, dieses Pad. Ich markiere also das Pad. Das bedeutet jetzt hier für diese Messung, die gesamte Leiterbahn wird gemessen. Wenn ich jetzt hier auf den Button gehe, sehen wir auch, das gesamte Netz wird markiert. Und wir haben hier eine Länge von 41,776 mm. Mit okay, können wir hier mal rausgehen. Ich schalte mal die Kupferflächen aus und mit der Taste, ich wechsle hier mit dem Cursor auf die Leiterbahn, mit der Taste D wähle ich die Leiterbahn an und ziehe die jetzt mal hier extrem in die Länge. Ich wähle wieder mein Pad an, führe hier nochmal eine Messung durch und ich hoffe, man kann es jetzt hier im Video sehen. Das sind jetzt also 50,036 mm. So kann ich also auch zum Beispiel Leiterbahnlängen oder könnte ich Leiterbahnlängen anpassen. So, dann gehen wir hier mal wieder zurück und wir blenden uns mal hier wieder unsere Kupferfläche ein und wir haben jetzt also unser erstes Tool gesehen. Als nächstes möchte ich euch das Tool Solder Mask Expander for Tracks zeigen. Und zwar würde ja jetzt hier in der Produktion der Platine ein Lötstoffplug über die Leiterbahn gezogen werden, was unter Umständen zu kapazitiven Verschiebungen führen könnte. Deshalb kann es unter Umständen sinnvoll sein, gerade in der HF-Technik hier diese Leiterbahn als Kupfer zu belassen. Und das erreiche ich jetzt eben hier mit diesem Tool. Ich wähle dazu wieder mal so ein einzelnes Segment an dieses Tracks und kann jetzt hier auf den Button Solder Mask Expander draufklicken. Dann öffnet sich hier dieses kleine Fenster.
Ich versuche es mal ein bisschen größer zu machen, dass man es auch vielleicht im Video besser sieht. Und wir haben jetzt hier die Überlappung. Also hier nicht die Leiterbahnbreite eingeben, sondern um wie viel die Solder Mask breiter sein soll als die Leiterbahn. Also die Leiterbahn hier ist ja jetzt 1,95 mm und hier werden jetzt also hüben und drüben 0,2 mm hinzugefügt. Ich mache jetzt hier mal 0,5. Das war ja unser Abstand hier zur Leiterbahnabstand zur Kupferfläche. Und wenn ich jetzt hier OK drücke, sehen wir jetzt hier eine Solder Mask, die hier genau reinpasst. Und damit wäre jetzt hier dieses Stück der Leiterbahn vom Kupferlack befreit. Wir wollen aber jetzt hier mal die ganze nutzen. Auch das geht. Ich gehe mal hier wieder mit STRG Z zurück. Und dazu kann ich jetzt hier ein Pad anwählen. Das bedeutet wieder dieses Pad, das jetzt die gesamte Leiterbahnlänge bis zum nächsten Pad freigestellt wird von der Solder Mask. Auch hier wähle ich wieder an und ich nehme jetzt hier wieder meine 0,5 mm und sage nochmal OK. Und wir sehen jetzt hier im Video die gesamte Leiterbahn. Ist jetzt hier mit einem Abstand von 0,5 Millimetern links und rechts dann auch von der Soldermaske freigestellt. Das heißt, die gesamte Leiterbahn würde jetzt als Kupfer ausgeführt werden. So, das war da, oder waren die ersten zwei Tools vielmehr. Und im dritten Teil möchte ich euch dann das Rounding von diesen Ecken hier vorstellen. Und den ViaFence-Generator. Bis gleich. So, weiter geht's mit dem Rounding. Das ist hier unser Rounding-Tool. Und das möchte ich euch jetzt hier zeigen. Und wir sehen, ich muss jetzt hier immer als erstes, wenn ich eine Leiterbahn anwähle, hier eine Klarstellung machen, ob ich diese F-Mask auswählen möchte oder die Leiterbahn. Das ist auf Dauer ein bisschen nervig, denn hier liegt ja die Leiterbahn, die Soldermask drunter. Und um das zu vermeiden, diese Klarstellung, kann ich hier drüben mit F-Mask mal diese Ebene ausblenden. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier eine Leiterbahn anwähle, habe ich nicht mehr dieses Klarstellen. Also, wenn ich das wieder einblende und wähle das jetzt hier an, werde ich wieder gefragt. So. Das nochmal kurz dazu. Und wenn wir jetzt also hier so eine Leiterbahn abrunden möchten, müssen wir zwei Elemente anwählen. Einmal dieses und einmal dieses. Das geht jetzt entweder in der Variante, dass ich das jetzt hier so markiere. Muss ich das natürlich auch sauber erwischen. Ja, und ihr seht, das ist ein bisschen frickelig, die ganze Geschichte. Und deshalb gibt es eine einfachere Variante. Ich wähle ein Element an mit dem Cursor, halte die Shift-Taste geklickt und mit dem zweiten Klick auf das zweite Element habe ich jetzt hier einen so einen Winkel oder so einen 45-Grad-Abzweig, den ich jetzt runden kann. Wie gesagt, es würde auch gehen, wenn ich hier das Element mit der Maus oder so ein Fenster aufziehe, so ein Markierfenster, dann würden auch diese beiden Elemente markiert werden, aber wie gesagt, das ist etwas frickelig. So, wir wählen jetzt hier unser Rounding Track oder unser Rounding Tool. Wir lassen mal diese Einstellung, ich möchte euch das hier mal zeigen, diese 5 mm Abrundung und das Ganze auf 16 Segmente. Wir sagen OK und schwupp wird hier unsere Leiterbahn abgerundet und wir haben jetzt hier auch gleich die Information, um wie viel, auf welchen Radius und welchen Winkel. Mit OK bestätigen wir. Ich kann jetzt hier die Taste B drücken und das Feld wird neu berechnet. Und wir haben jetzt hier eine abgerundete Ecke. Das gleiche wiederholen wir mal auf dieser Seite. Auch hier wieder einmal anwählen, Shift-Taste drücken, das zweite Element anwählen. Wir wählen wieder hier unser Rounding Tool, lassen hier die Einstellung bei 5 mm und 16 Elementen
und sagen OK. Und oha, wir sehen jetzt Segments to Short für diese 5 mm. Für diese 5 mm Länge. Das ist also eine Fehlermeldung. Und da kommen wir auch gleich wieder hier zu unserem Messtool. Nehmen wir gleich mal das Messtool. Halt, muss man natürlich vorher diesen Track hier mal anwählen und lassen den mal messen. Und wir sehen, aha, wir haben also hier nur 4,7 mm und damit fehlen uns hier 0,3 mm, die wir da zum Abrunden haben. Wie können wir das jetzt umgehen? Also wir wählen jetzt, wir kennen ja jetzt die Länge, wir wählen hier wieder diese beiden Segmente an, sagen jetzt hier Rounding Tool und nehmen hier einfach mal 4,5 mm und dann sollte das eigentlich auch klappen. Jawohl. Und schwuppdiwupp, wir haben jetzt hier einen oder abgerundete Ecken. Das heißt, ich muss hier bei meiner Leiterbahn schon, bevor ich solche Winkel oder Ecken abrunden kann, schon vorher mal messen, damit ich auch die richtigen Einstellungen wählen kann. Damit wäre das Rounding hier erst einmal abgeschlossen. Kommen wir jetzt zum Via Fence. Via Fence, auch das hier, wir können jetzt hier so einen Track auswählen. Und zwar am besten gleich mit der Steuerungstaste gedrückt halten und auf die Leiterbahn klicken. Dann haben wir hier den gesamten Track sofort ausgewählt. Und wenn wir jetzt hier den ViaFence so mal nutzen, wie er hier vorgegeben ist, mit diesen Maßen, da haben wir hier einfach mal das Offset und die Pitch. Lassen wir das hier alles mal bei 1 mm und auch das die Via-Drill-Size-Größen und die Netzbelegung, wo es hin soll, lassen wir alles mal so, wie es ist. Und wir sagen jetzt hier Include Selected und machen hier OK. Dann sehen wir, wir erhalten eine Fehlermeldung, 0 Via-Fences gesetzt. Woran liegt das? Ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Und zwar, ich markiere hier nochmal den Track. Wir gehen nochmal hier in das in diesen Generator hinein. Ich versuche das mal ein bisschen größer zu machen. Ich hoffe, man sieht das dann vielleicht im Video auch besser. Wir haben also hier jetzt die Size, die Via Size von 0,8 mm. Dieses Maß müssen wir uns mal merken. Das kann ich natürlich auch ändern, wenn ich jetzt hier ein größeres Via haben möchte mit zum Beispiel 1 mm, dann muss ich mir halt 1 mm merken. Ich lasse jetzt hier mal die 0,8. Und wir müssen jetzt Folgendes wissen, damit unser Via-Fence auch richtig funktioniert. Müssen die Vias weit genug von der Leiterbahn Mitte nach außen entfernt platziert werden. Und dazu brauchen wir jetzt mal hier unser Messtool, unsere Abstandsmessung. Und wir müssen jetzt mal hier reinzoomen in die Leiterbahn Mitte, dass wir hier so einigermaßen die Leiterbahnmitte erwischen. Auf dem schrägen Stück ist das jetzt hier ein bisschen ungünstig. Machen wir das mal hier oben. Auf dem Teil hier ist noch ein bisschen ein gerades Stück. Wir sehen hier über das Fadenkreuz, dass wir jetzt auch hier mittig im Pin 1 sind. Das heißt, wir sollten auch hier mittig in der Leiterbahn sein und messen jetzt mal mit diesem Tool hier bis zum Rand. Dann sehen wir jetzt 1,5 mm bis zum Rand. Das heißt, unser Via muss schon mal von dieser Leiterbahnmitte mindestens 1,5 mm weg sein und nicht nur das, ich muss also auch die 0,8 noch wenigstens mit dazu oder zumindest die 0,4, die Hälfte des, dieses Via-Size dazu addieren. Also wäre ich jetzt hier bei 1,9. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Via-Fence platzieren möchte, muss ich hier schon mal wenigstens 2 mm als Abstand einstellen, damit ich auch meine Vias hier sauber außen in diese Groundfläche rein platziert bekomme. Wer das jetzt hier genau machen möchte, kann dann wie gesagt sich die Leiterbahnmitte raussuchen und dann entsprechend messen. Da haben wir hier 1,5, könnten wir jetzt noch 1 mm dazu machen oder ja, je nachdem wie weit ich die jetzt nach innen hier reinsetzen möchte, kann ich mir das dann ausmessen. Ich lasse jetzt hier mal 2 mm und dann sehen wir auch gleich, dass das funktioniert. So, wir gehen hier aus dem Messtool wieder heraus.
Mit Steuerung und Anklicken markieren wir jetzt hier die gesamte Leiterbahn. Nehmen hier unseren VFence-Generator, also hier am Offset von der Leiterbahnmitte. Man sieht es hier auch in dem Bild, ich weiß nicht, ob es im Video rüberkommt, aber hier im Bild von der Leiterbahnmitte bis zur VIA-Mitte muss ich also meinen Abstand wählen und damit, und dieses VIA muss dann in der Grauenfläche sein. Also haben wir 2 mm. Ich lasse hier mal diesen Pitch, den Abstand von 1 mm und auch hier die Maße für die VIAs an sich lasse ich mal so, wie sie sind. Wir sehen, hier ist gleich das Netz mit ausgewählt worden, da ich es ja als solches schon angewählt hatte, beziehungsweise auch der selektierte Teil. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, wird hier der VIA-Fence erzeugt. Und wir sehen, hier genau in diesen Rundungen haben wir jetzt diese Aussetzer drin. Und das zeugt davon, dass also jetzt von hier, von dieser Mitte, die 2 mm nach hier oben schon nicht mehr ganz passen. Das heißt, ich messe das mal hier. Hier bin ich schon bei 1,5, sind wir hier schon in der Masse drin, geht noch ein bisschen weiter höher, wird also schwierig. Deshalb machen wir das Ganze nochmal zurück. Wir wählen nochmal mit Steuerung und Klick die Leiterbahn aus, gehen auf unseren VIA-Fence-Generator und sagen mal, wir machen mal hier 2,2.5 mm, dass das noch ein bisschen schöner rauskommt und geben jetzt mal ein OK. Und wir sehen jetzt, dass hier also wirklich sauber ein VIA-Fence gezogen wurde. Da gilt es also an dieser Stelle ein bisschen zu probieren. Das muss man herausfinden. Ich sage an dieser Stelle spielend lernen. Das war es zu den Themen dieser HF-Tools. Die anderen hatte ich ja bereits in den Videos vorher vorgestellt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.